Hey Leute. Ja, aber wieso fängst du so früh an? Wir wollen später anfangen. Ja, bist du sicher? Also nochmal. Hey Leute. Hallo zusammen. Heute werden wir euch zeigen, wie wir aus 3 Rädern und einem Sessel, den wir auf dem Dachboden gefunden haben, ein Fahrzeug bauen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich fragen, woher die Idee überhaupt herkommt. Die Idee kam von jemand, der einen Sessel mit 4 Hoverboard-Motoren motorisiert hat. Und sowas ähnliches wollten wir auch bauen. Es ist ein Dreirad geworden, weil wir nur 3 Autoreifen hatten. Also zuerst haben wir in einer Autowerkstatt Kugellager und Lenkstangen und andere Autoteile, die wir gebrauchen könnten, mitgenommen. Da aber die Felgen überhaupt nicht auf die Kugellager draufpassten, mussten wir sie einmal runterdrehen. Um die Felge festzumachen, haben wir 2 Löcher gebohrt. Wie das berühmte Sprichwort sagt, Not macht erfinderisch. Wir benutzten die Drehmaschine als Standbohrmaschine. Um die Felge festzumachen, haben wir 2 Löcher gebohrt. Um die dicke Stahlprofile überhaupt verbiegen zu können, mussten wir sehr oft mit der Flex reinschneiden, so dass die Profile um die Kugellager passen. Zusätzlich wird das Profil noch mit einer Gewindestange zusammengezogen. Somit erreichen wir eine stabile Konstruktion. Sollen wir wirklich nicht sagen, dass wir die Kugellager dann geschweißt haben? Mann, ich nehme gerade auf. Weil mein Freund nicht abnehmen wollte, mussten wir Kompromisse eingehen und den Rahmen richtig massiv bauen, damit wir im Endeffekt überhaupt gerade fahren, führen wir einen Hochpräzisions-Eilentest durch. Diese Konstruktion kann bestimmt über 500 Kilo aushalten. Aber besser zu viel als zu wenig. Das ist unser improvisierter Tiegel aus einem Feuerlöscher. Für die beiden vorderen Rädern wollten wir Teile aus Alu gießen, die die Kugellager mit den Rädern und den Rahmen verbinden. Hier benutzen wir eine Lehm-Sand-Wassermischung. Um das Alu zu schmelzen, haben wir uns kurz einen Holzofen aus Blech gebaut. Mit einer kleinen Turbine bringen wir unser Aluminium auf die Schmelztemperatur. Als das Aluminium die Schmelztemperatur erreicht hatte, säuberten wir unsere Mischung von Schlacke und Kohle. Vorsicht Kinder, das Ganze wurde von Profis gemacht, also nicht zu Hause nachmachen. Sicher. Insgesamt haben wir 2 große Scheiben gegossen und ein längliches Zylinder. Das längliche Zylinder haben wir dann doch nicht gebraucht, weil wir die Kugellager von einer Kfz-Werkstatt holten. Gerade werden 2 Löcher mit unserer improvisierten Standbohrmaschine gebohrt. Die 2 Löcher waren für die Stange gedacht, das wird aber später besser zu sehen. Die Lenkung ist eigentlich ganz simpel aufgebaut. Auf das Kugellager wird das Rad befestigt und dieser kann sich nach rechts oder eben nach links drehen. Damit sich die Räder gleichzeitig in derselben Richtung drehen, werden sie später mit Kugelgelenke verbunden.
Die Lenkung und das Antrieb verbinden wir einfach mit zwei Stahlprofilen zusammen. Wir wollten, dass man es auseinanderbauen kann, deswegen ist es vorne mit zwei Schrauben zusammengeschraubt. Den Sessel schrauben wir auf einer USB-Platte fest, die dann mit Blechstücken auf den Rahmen festgeschraubt wird. Der erste Lenktest. Ganz oben an der Lenkstange schrauben wir den Lenkrad fest, den ich in einer meiner letzten Videos gebaut habe. Dieses findet ihr in der Infokarte oder in der Videobeschreibung. Das war der erste Versuch, den Lenkrad mit den Rädern zu verbinden. Das mit dem Stahlseil war wirklich nicht erfolgreich. Die Aluminiumscheibe drehte sich einfach durch. Nach ein paar Stunden rumprobieren und testen, haben wir ein perfektes Lenksystem gebaut. Damit der Riemen nicht durchdreht, haben wir hier auf der großen Riemenscheibe in regelmäßigen Abständen Schweißnähte drüber gezogen. Falls es euch interessiert, wie der Motor hergestellt wurde, könnt ihr dies in der Videobeschreibung finden. Unser Riemenspannsystem sieht nicht besonders gut aus, aber dafür funktioniert es richtig gut. Mit einem 100 Volt Akku und einem 12 kW Controller konnten wir dann zum ersten Mal fahren. Leider konnten wir nicht Vollgas geben, weil der Motor keine Sensoren hatte. Deswegen wusste der Controller nicht, in welcher Position der Motor sich befand. Und er konnte dementsprechend nicht richtig beschleunigen. Wir wollen auf jeden Fall dieses Fahrzeug verbessern, weil es gerade nicht sehr schnell fährt, wegen... Nee. Das nächste Video kommt nicht raus, solange wir kein Burnout machen können. Wir würden uns über ein Like freuen. Und ein Abo.